Grüße, yo. Besser. Yay, Wochenende. Wetter ist anscheinend heute etwas besser als sonst. Das heißt, ich werde sehr bald, nachdem ich das hier gemacht habe, raus. Reifenwechsel. Und ich glaube, ich brauche eine neue Batterie für mein Auto. Aber hey, es ist Wochenende. Ich hatte zwar schon ein langes Wochenende, aber es ist Samstag. Und Leute gehen mir mal wieder auf den Sack. Alle zwei. Leute, nicht Sack. Ich habe nur einen. Und zwar, wow, hey, abgesehen von, oh meine Güte, was hat Blizzard jetzt schon wieder gemacht? Oh meine Güte, neuer Charakter. Und wieder mal ein zweiter Charakter, wo wir wissen, dass er das dann irgendwann zu spielen ist. Der viel interessanter ist als der eine Charakter, den sie großartig promoten. Wow, war diese Pressekonferenz ein Cringe-Fest. Ehrlich gesagt, aber das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ich spiele Overwatch grundsätzlich nur noch für den Spaß an der Sache, dass sich kleine Kinder aus Russland aufregen. Sehr lustig übrigens. Yeah. Da ob ein gelegentlicher Ausraster im Voice ist. Köstlich. Aber was wirklich gerade, ey, ich bin seit 7 Uhr wach. Und das erste, was du um 7 Uhr morgens auf einen Samstag siehst, okay? Ist, oh meine Güte, oh meine Güte, oh meine Güte, Animax, Animax an einer PlayStation App, das erst vor einem Jahr, ziemlich genau wirklich, okay, im Dezember 2017, okay, gestartet ist, hört im Jänner 2019 auf zu existieren, mit einige eigens für diese, einige Sachen prämieren. Also haben ihre Premiere auf dieser App, angefangen von einer neuen Sensei-Reihe, die dann eben auf anderen Plattformen sein wird, und The Girl in Twilight. Die noch ausgestellt werden, und die alles im Dezember jetzt, Anfang Dezember mal ausgestrahlt wird, aber alle, oh meine Güte, ho, 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 ho. Über 100, was? Ich schaue hier gerade auf die Animax-Seite gerade, weil also mir anderen die Links dazu schicken. Oi. Natürlich. Wow, Animax. Gleich in den ersten. Oh, Official Animax auf der PlayStation App. Oh. Okay. Okay, wenn aufhören, 14 Tage frei, okay, im November, nicht ganz, ziemlich genau 2 Wochen werden sie aufhören, die 14 Tage und 30 Tage Trial-Sachen werden sie jetzt auch einstellen, okay, es liest sich zuerst ein bisschen, als wenn sie es promoten würden, aber nein, es ist nur so, dass ab Mitte November, also in diesem Monat, die 14 Tage Free Trial Sachen für den Animax App auf der PlayStation, einstellen werden. Okay, 30 Tage Pet Value werden sie ebenfalls einstellen ab Mitte November. Was verständlich ist. Das Lustige ist, 170 Anime-Serien waren auf dieser App, wovon nur 20% davon free, also gratis anzuschauen waren. Ich glaube, auf Crunchyroll kostet ein paar Sachen mehr anschauen, vor allem im Backkatalog ist ein bisschen größer zeitweise. Aber 170 Animes für all die Leute, die was den Service gekauft haben, oder zumindest die Abos haben. Puff, okay. Schon sehr seltsam, aber Sony ist im Momentan wieder mal top, weil da auch schon ein paar YouTuber, denen ich noch folge, wieder mal riesengroß geschrien haben, wow, wie sehr jetzt gerade dann die Zensur nach oben geschossen ist bei den ganzen Sachen, die Sony rauswirft. Sony ist jetzt anscheinend zensurmäßig schlimmer als alles andere. Da ist ein Haufen von den Visual Novels, speziell die Sachen, die noch auf der Vita rauskommen. Bis heute, okay? Ich bin alt.
Und bis heute habe ich noch nie eine PS Vita in freier Wildbahn gesehen. Nicht einmal auf Conventions. Oder in Gaming Stores. Und ich. Nicht einmal in Retail oder in den ganzen Gebrauchtwarenläden, wo du gebrauchte Spiele kaufen kannst und so Sachen. Weil meistens dort DVDs stöbere. Was ich wieder mal machen sollte, sobald ich wieder mal Geld habe. Dieses Mal nicht. Könnte ein bisschen knapp werden wieder mal, wie gesagt. Ey, aber okay, oh, das altes Lied, gleicher Sinn. Aber auf jeden Fall, wow. Sony hat momentan wirklich. Obwohl alle groß immer noch am Feiern sind, wie großartig der PlayStation Store ist. Und dann also nur negative Sachen dann auf der anderen Seite hörst. Man sagt, okay. Aber weil ich, das war etwas, was mir jetzt gerade. Oh. Es wird hell draußen. Yay! Okay, jetzt müssen die Wolken verziehen sich. Hier kommt es. Das heißt, ich kann Winterreifen wechseln heute. Dann muss ich nicht bis morgen warten. Das ist sehr positiv, aber ich gehe vorher noch einkaufen. Yeah. Es ist gut, wenn du am Wochenende merkst, dass dein Auto, sagen wir es mal so, die Batterie wird alt. Und du merkst, okay, ich sollte vielleicht eine neue Batterie kaufen. Ja, aber wie gesagt, wenn ich gerade auf der Animax, auf der, nicht Animax, sorry, Anime News Network, gelobt sei Australien, für die meisten, die es nicht wissen, und ich empfehle jeden, zumindest ab und zu mal, auf Anime News Network zu schauen, wenn du wirklich Infos haben willst. Ich meine, es ist nicht eine von den Top-Insider-Sachen, aber Anime News Network, im Gegensatz zu den meisten anderen Sachen, die wir hier im deutschsprachigen Raum haben, hat sie eine vernünftige Userbase, okay? Und so, auch wenn das Forum nicht unbedingt etwas ist, wo man sagen kann, oh, mit Bedacht zu genießen. Ein paar interessante Sachen sind dabei. Oh. Oh. Diesen Freitag, 27. Crayon Shinchan Film wurde announced. Ich habe nicht aber gewusst, dass so viele Filme existieren. Fun Fact, die obligatorische niemals offiziell ausgestrahlte, außer einmal in einem Kino. Letzte Episode von Crayon Shinchan ist immer noch verschwunden. Hier Aktenzeichen XY Anime von meiner Seite aus. Ich sollte echt aber sowas in so eine Serie anfangen, vielleicht aber, wenn ich nur Lust hätte, nochmal Arbeit in YouTube zu stecken, wo es keinen Sinn macht. Jetzt sogar Leute, die ich persönlich kenne, aufgehört haben, YouTube zu machen. Und zu BitChute zu gehen. Obwohl ich nicht da wirklich sagen kann, dass ich von BitChute wahnsinnig begeistert bin, muss ich sagen, weil irgendwie gefällt mir diese App auch nicht besonders gut. Sie ist vernünftiger, aber wenn ich jemals dorthin gehe, dann mache ich die Sache nur noch auf Englisch. Okay. Aber yeah, Crayon Shinchan. Ich habe keine Ahnung, was für ein Film es war, den ich zuletzt davon gesehen habe. Ich habe seit ewigen Zeit nichts mehr von Crayon Shinchan gehört. Die Serie bleibt auch mir nur im Gedächtnis wegen eben dieser ominösen letzten Episode. Ich sollte vielleicht mal so Sachen wieder mal ein bisschen plaudern, falls ich mir mal eine Gruppe zu Zeiten für den Podcast anhöre, über Sachen, die du noch nie gehört hast, über Anime. Die verschwundenen, obskuren Dinge, die du nicht einmal im Internet findest. Was keinen Sinn macht bei Leuten, die mal sagen, erzählst du nur, weil es dir ausgedacht hast. Das ist super, wenn du keine Beweise hast. Das ist mir so anekdotenmäßiges Geschichtenteil. Ui. Oh, und neue. Oh, okay, das ist mehr für die Gaming-Geschichten. Robotic Notes Dash ist verschoben worden auf den Jänner. Falls sich jemand dafür interessiert. Crunchyroll Ads hat eine Menge neue Undefeated Baphomet, Hero, Action Hero, Chief. Despite the Act, okay, despite der Tatsache.
Dass Crunchyroll und Funimation ja jetzt an getrennte Wege gehen, scheint Crunchyroll immer noch relativ gut dazustehen, weil sie einen Haufen neue Sachen adden. Ich könnte jetzt hier eine Parallele ziehen zu, hey, ich habe so viele Studios, Schrägstrich Publisher, Schrägstrich Leute, die Sachen veröffentlichen gesehen, die kurz bevor sie pleite gingen, eine Menge Sachen in ihr Repertoire genommen haben. Fuck you, Anime Visual. Und alle anderen Anfang 2000er Publisher hier bei uns. Wir haben lizenziert. Oh, schaut, wir haben lizenziert. Wann kommst du raus? Nie. Viele von uns haben nicht vergessen und noch viel mehr von uns werden es nicht vergeben. Ist egal, wer, ob da neue Leute hinter dem Tresen stehen bei euch oder in den Büros. Okay? Das ist etwas, was nicht vergeben wird. Okay? Oh, Final und oh. Ey, im März. Letzter Space Battleship Yamato-Film anscheinend. Zumindest für die 2202 Filmserie. Ich sollte ebenfalls wieder mal erwähnen, dass es sehr viel, falls ihr Leute ein bisschen außerhalb der Box denkt und auch Leuten folgt, die ihr normalerweise nicht folgen würdet, wenn ihr nicht unbedingt der japanischen Sprache mächtigt, die aber trotzdem witzigerweise, ich sollte eine Liste machen für solche Sachen. In den letzten paar Monaten kamen diversere Artworks wieder raus, die mich sehr verwundert haben, die mich dann aber erinnert haben, dass, wie ich schon oft erwähnt habe, und ich werde nicht sagen, was, wann, wo und wer, weil jedes Mal, wenn ich das mache, und ihr wisst, wann ich das gemacht habe, für Leute, die länger dabei sind, jinx ich diesen Scheiß jedes Mal. Okay, ich werde es vielleicht mal privat beplaudern, vielleicht mal, aber nicht öffentlich. Sehr viele Artworks für sehr alte oder zumindest obskure alte Serien, ältere. Vor allem 90er und Anfang 90er Serien, weil wir ja, wie gesagt, schön langsam wieder auf die 2000, nee, 2000, sorry, nach 2000 30 Jahre Anniversary-Ecke. Okay, so Anfang 90er, jetzt kommen wir langsam in die 30 Jahre Richtung wieder und jetzt fangen Leute an, wieder Sachen rauszukramen, die vor 30 Jahren, okay. Also Anfang, Mitte 90er. Wie gesagt, das fangen sie jetzt schon an, weil Entwicklung und Arbeit daran, weil wir es noch nicht mehr verstanden haben. Ja, an einem Anime sitzt ein bisschen länger als nur ein, zwei Monate. Okay? Man, vor 2 Monaten haben sie die ersten Release-Dates, oder zumindest ein paar Ankündigungen zu neuen Strike-Witches-Sachen gemacht, die wir wahrscheinlich erst in 2 Jahren sehen werden. Warum? Es dauert ein bisschen so zu machen. Das kapieren, die Leute sehen nur das Endergebnis, nicht die Arbeit dahinter, wieder mal. Obwohl Leute sich wahnsinnig über die Crunch-Geschichte über Red Dead Redemption aufgeregt haben. Was? 100 Arbeitsstunden die Woche? Wie kann denn das sein? Also die Leute müssten das auch mal fertig bekommen. Okay, ist es scheiße? Ja, es ist scheiße. Aber ja, Arbeit ist Arbeit. Und Arbeit kann nur durch mehr Arbeit ersetzt werden. Arbeit. Yeah. Also ich bin momentan relativ gespannt, was wir in den nächsten 1, 2, 5 Jahren noch zu sehen werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da wieder eine Menge Leute, die jetzt gerade die Schnauze aufreißen mit. Und ich. Ich muss es, glaube ich, erwähnen. Zurzeit, vor allem hier bei uns, und allein die Tatsache, dass ich nicht mal mit Social Media zu tun habe, abgesehen, dass ich Schmuddelkram auf Twitter und online Scheiß teile, oder Instagram. Was lustig ist, weil ich bekomme auf Instagram immer noch Nachrichten über meinen bereits gelöschten Facebook-Account. Der ist weg. Warum schickt mir Facebook immer noch Nachrichten? Wahrscheinlich, weil sie immer noch wollen, dass ich ihnen meine persönlichen Daten schicke, nur um Daten zu haben. Und yeah, mach das nicht. Aber yeah, ich bekomme immer noch Infos über einige Sachen. Nicht, dass ich sie haben will. Mich interessieren sie nicht.
Aber die reine Tatsache, dass ich zu oft schon wieder höre. Schon wieder. Okay? Naruto wurde der erste Anime im deutschen Fernsehen. Ich sollte mich nicht zu viel aufregen, ich sollte auf meinen Blutdruck achten. Wir sehen vor allem, was wir hier, Österreich, Deutschland, Schweiz, also dieses typische, das Dach der Scheiße. Okay, wie man es hier nennt. Wir schauen auf eine traurige Zeit hin, okay? Vor allem, damit alle anderen Ecken in Europa haben wesentlich mehr vorzuzeigen, was die Fanbase angeht. Traurig, aber wahr. Wirklich traurig. Okay? Und die einfach nur, wenn ich so sehe, überall anders. Überall. Geben sie Leute viel mehr Mühe. Okay? Wenn ich mich in meinen obskuren Ecken herumtreibe, meistens jetzt auf Discord, weil ich jetzt wieder auf ein paar neue, recht interessante Discord-Server gestoßen bin, weil ich immer so ein bisschen durch die Gegend rotiere. Manche kommen, manche gehen, aber eher, ich war ja schon wieder in so vielen interessanten Diskussionsrunden. Und sagen muss, wow, zum Glück gibt's noch Leute, die sich wirklich interessieren für das, was den meisten Leuten egal ist, weil du kannst Elite schreien, so viel du willst, und es ist so elitär. Es geht nicht darum, elitär zu sein. Es geht darum, Sachen zu bewahren, bevor sie endgültig verschwunden sind. Ich höre andauernd von Sachen, von denen ich vorher noch nie was gehört habe, weil sie mehr oder weniger aus dem Blickfeld von Leuten verschwunden sind. Und es ist wirklich so. Das Internet vergisst nichts, aber es ist das typische aus den Augen, aus dem Sinn. Okay? Und wenn etwas nicht gesucht wird, selbst wenn es hochgeladen ist, was man nicht mal von sehr vielen Sachen mehr sagen kann, vor allem wenn sie älter sind. Okay? Was nicht gesucht wird, fällt ebenfalls runter in diesen Raster, in diese endlose Ecke. Und damit geht es irgendwann so weit runter, dass es ist noch da, oder du wirst es nicht mehr finden. Da habe ich ein paar interessante Sachen wieder mal gehört, die ich nicht unbedingt gerne teilen möchte, weil es mich deprimiert. Und immer erstmal denken muss, warum sollte ich? Warum? Leute, die so groß die Klappe aufreißen. Naruto, erster Anime im deutschen Fernsehen. So, die haben verdient, dass sie dumm sterben. Okay? Und ich bin froh, dass sehr viele Leute meine Einstellung teilen. Interessanterweise. Sehr viele sind zu derselben Schlussfolgerung gekommen als ich. Und das global. Interessant irgendwie. So mehr so diese typische Lass es dumm sterben. Weil was dumm ist, stirbt schneller. Ich meine, dumm fickt gut, deshalb vermehren sie sich schneller. Aber wie gesagt, das ist alles so eine Inzestpartie, die mehr oder weniger irgendwo nur noch furzend im Kreis läuft und nicht mehr weiß, wo sie hinten und vorne hin soll. Während der andere Rest sich mehr oder weniger abgliedern anfangen. Man merkt, dass du wirklich schon siehst, wenn du aufmerksam bist, wo diese Spaltung jetzt gerade wieder passiert. Interesse, Desinteresse. Leute, die noch immer nach obskuren und alten Sachen suchen und die dann wenigstens noch archivieren. Leute, die mehr oder weniger nur noch nachlaufen, bis nicht mehr wissen, wo die Klippe aufhört. Lemmings. Aber hey, das ist nicht mein Problem. Jeder rennt hinterher noch. Ich muss einfach, falls ihr wirklich Infos sucht, vergesst den ganzen Scheiß, den wir hier bei uns haben. Für den Normie-Bereich immer noch Anime News Network. Würde ich ehrlich sagen, weil es ist cringy und es ist wirklich für die 0815 Gemeinde, okay? Aber zumindest ist es wenigstens weit gefächert und die Infos, die man so bekommt, sind vernünftig dargebracht und sind nicht übermäßig lang und weit ausgedreht. Okay, haltet euch nur vom Forum fern. Und die Enzyklopädie, die sie haben, ist einigermaßen ein bisschen unübersichtlich, aber zumindest kannst du ein paar Sachen finden, die relativ interessant sind.
Und wenn du dann mal nachschaust und länger dich mit der Seite beschäftigst, merkst du eigentlich nur, dass die meisten Leute im deutschsprachigen Bereich nur von dort kopieren. Quasi, es ist um diese Zeit dort aufgetaucht und dann ein paar Stunden oder ein paar Minuten später hier bei uns. Mehr oder weniger, warum Research, wenn wir von anderen ableachen können, okay? Griefer for the win, yay. Aber hey, und dann ist Sorgenjournalist. Scharnalien for the win. Das ist typische Nicht-Selbst-Beschäftigen von anderen abkupfern. Und dann groß, hurra, was für Arbeit ich geleistet. Ja, du hast die gleiche Linie nochmal nachgezogen. Hurra. Mein Bruder, ich sollte mir mehr zeichnen. Ich muss ja noch ein paar so Sachen machen, wie zum Beispiel, hey, wir brauchen mehr Loot Artwork für die neuen, für diesen neuen Droiden-Typ, den sie jetzt gerade in Overwatch gezeigt haben, der erst wahrscheinlich nächstes Jahr als spielbarer Charakter dabei ist. Gleich bei Bridget damals. Brigitte, sorry. Ich treibe mich auf zu vielen englischen Servern rum, sorry. Und die haben Probleme mit dem Wort. Brigitte. Okay. Aber naja, egal. Ich find's lustig. Yeah. Hier den. Uff, na, ich könnte jetzt hier einen Adult Swim Joke machen. Für Leute, die wissen, wenn ein Roboter, der sehr feminin rüberkommt, zu sehen ist, ihr wisst, welchen Clip ich meine. Wenn nicht, geht und schaut viel alte Adult Swim und Robot Chicken Sachen. Yeah. Am besten sehr viel Robot Chicken. Warum die Klassiker? Irgendwann findet ihr den Clip. Ich kann ja nicht mehr zeigen. YouTube würde mich sofort wieder rausschmeißen mit dem ganzen. Ja, ich habe jetzt ein paar Sachen wieder probiert und ja, sogar ich schon Probleme habe mit einigen Sachen, die Videos nicht einmal hochgeladen werden. Und die wird hochgeladen und dann gleich gesperrt. Okay. Gut, dass ich mich auf Blogs spezialisiert habe und nicht wirklich sehr viel Arbeit mehr in Editing stecke. Was ich vorher auch nicht wirklich habe, aber egal. Hey, cheers, bis zum nächsten Mal. Wenn ich mir was Interessantes finde, rede ich drüber. Ciao. Wo ist der Knopf? Ah, da.